3, 2, 1. Im 450 Seelendorf Leimiswil ist er zuhause. Der internationale Mountainbike-Zirkus ist sein Terrain. Trotz Berner Tempo hat er beim Weltcup-Auftakt seine Konkurrenz in den Schatten gestellt und so rangiert er nicht umsonst momentan auf Platz 5 im Gesamtweltcup. Unsportlich präsentiert der letztjährige Schweizer Meister und nächste Olympiasieger, der Matthias Flückiger. Ciao Matt, wie geht's? Hoi, gut, sehr gut. Also, nur so zum Sagen, ich bin der Zweite im Weltcup, momentan nicht fünf. Oh, sehr geil! Jetzt hast du schon mal etwas gemerkt, wir sind immer perfekt vorbereitet, aber wir dürfen gerne untertreiben, manchmal ein bisschen übertreiben. Also attraktiv für die Zuschauer und damit jetzt unsere Zuhörer nicht komplett abhängen, weil sie nichts verstanden haben, machen wir jetzt schnell einen kleinen Schritt zurück. Jetzt nehmt uns Wunder, du bist jetzt lang ein Top-Schweizer gewesen, aber nie wirklich top international. Also nicht unter den ersten, sagen wir, was sind das, 5, 6 Plätze, hat es nie gelangt? Ja, doch, das bin ich schon gesehen. Also, ich habe einfach nie einen Weltcup gewonnen, aber ich war schon ein paar Mal zweit und dritter gesehen und Top 5 bin ich schon oft gesehen. Also, Top 5 Resultate im Weltcup habe ich wahrscheinlich über 20. Und du hast dich jetzt vorgetastet auf den ersten? Ja, also ganz ehrlich, mir ist viel einfach ein im Weg gewesen. Und ist halt auch Schweizer. Du hast einen grossen Vorteil, du bist vor dem Nino bei unsportlich und unsportlich hat so einen gewissen Erfolgsfaktor, der es mit sich bringt. Also das mal vorweg. Jetzt nehmt mich noch Wunder, wir haben es im Intro gehört, du kommst aus Leimiswil. Das ist, wenn ich mich richtig erkundigt habe, irgendwo im Oberaargau. Stimmt genau, das? Also Oberaargau, du musst einfach sagen, Kanton Bern. Also, es ist ach du, das ist so allergisch. Ja. Weisse Socken und alles, ist vollkommen in Ordnung. Verteidigungsstellung bist du gegangen. Mich nimmt mal noch Wunder, wo du da deinen grossen Weltcup-Triumph hast können feiern, Anfang Jahr. Wie ist das abgegangen in deinem Dörfli? Sind da alle auf der Straße und haben mit Kuhglocken geschwungen und das Fändli geschwungen und das Edelweiss-Hempli angelegt? Ja, also es ist etwa so abgegangen, ja. Nein, natürlich nicht. Also, es wie funktioniert das Mountainbike? Dann hockt ihr einfach alle zusammen aufs Velo und fahren eine Strecke? Oder wie genau funktioniert das? Wie läuft das ab? Gibt es da vor allem auch so Vorgaben? Gibt es da Vorgaben, wie das Terrain muss aussehen oder so? Ja, also eine Strecke muss schon eine gewisse Länge haben, einen gewissen Charakter. Also es kann nicht sein, dass eine Runde beispielsweise 20 Minuten geht. Die sind meistens zwischen 10 bis 14 Minuten. Und die Zeit ist meistens, also das ist schon vorgegeben, geregelt. Das ist circa 1,5 Stunden. Eher weniger, 1,25 meistens. Und es muss gewisse Höhenmeter haben. Es muss natürlich technische Elemente drin haben. Zum Teil sind die immer wie mehr halt auch künstlich gebaut. Was nicht immer so allen passt. Beispielsweise mir. Also Regen ist jetzt gerade ein gutes Stichwort. Uns nimmt natürlich auch Wunder, wie oft musst du immer Rennen Dreck fressen? Puh, also das merkst du gar nicht. Im Rennen merkst du so viele Sachen nicht. So, eben so zum Beispiel, wie es dort, wo ich gewonnen habe, in Albstadt, dort war es ziemlich dreckig gewesen. Aber das merkst du gar nicht. Also ja, das ist eigentlich nicht so das Problem. Ausser, was das andere Problem ist, mega bei solchen Rennen, dass alles dir in die Augen spritzt. Also, das ist recht unangenehm. Die Augen spritzen ist allgemein scheiße. Ja. 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 Nein, aber das ist wirklich. Ja. Mein Bruder ist einfach ein Scheissdreck. So einfach ist es eigentlich. Kannst du nicht brauchen, das Ding. Egal bei welchem Wetter, ist immer für nichts. Ich habe seit etwa 12 Jahren immer den gleichen Brillensponsor und werde nie wechseln. Also, ich glaube, ich bin mit Oakley einer der besten Brillensponsoren. Ich hoffe, Sie haben sehr gute Werbung. Ja. Sie werden zuhören, vielleicht muss man es lieber so sagen. Du musst deine Brille nur einmal wechseln. Die anderen müssen dafür 4 oder 5 Mal wechseln während dem Rennen. Ja, richtig. Also ich hätte es nur 2 Mal müssen. Darum ist es ein Zeichen, dass ich einen guten Brillensponsor habe. Wir haben es ja schon ein bisschen rausgekippt. Du hast einen extremen Gump gemacht auf die Saison hin. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass du irgendwelche neue, ich weiß auch nicht, Pillen nimmst oder irgendetwas, das du umgestellt hast, damit du jetzt plötzlich so einen riesen Effort kannst leisten in diesen Rennen? ja, nein, definitiv nicht. Schlussendlich mache ich den Sport für mich und wenn ich mich selber würde bescheissen, nur weil ich besser bin, glaube ich, dann wäre ich gleich nicht zufrieden. Also jeder, der irgendetwas nimmt, nur dass er besser ist, ich glaube, schlussendlich ist er gar nicht glücklicher, nur weil er gewonnen hat. Aber sein Bankkonto vielleicht, oder?
Der Rulo, der Hallhagen-Berater. Das ist absolut so. Das wird wahrscheinlich schon der Grund sein von vielen. Also ist Doping... Ganz ehrlich, ich glaube, das ist ja ein Grund, dass gerade bei, ich sage jetzt bei uns, bei, ja, das darf man jetzt vielleicht auch nicht so sagen, dass man gehört, was zwischendurch und so passiert ist, aber wir haben ja so einen Wohlstand, wo ich das rein vom Geld her zum Teil gar nicht richtig nötig habe, wenn man es so, klar, du kannst immer mehr, willst immer mehr, aber in anderen Ländern, glaube ich, ist die der finanzielle Druck. Ja, der Druck und der Anreiz für irgendetwas zu nehmen, wahrscheinlich noch fast grösser als jetzt bei uns. Und ich glaube, gerade wir in der Schweiz, wir sind, und gerade auch vom Velofahren her, und ich will auch mal sagen, bei uns im Sport in der Schweiz ist, jeder ist so geprägt und mit dem aufgewachsen, wo er gar nicht etwas so machen könnte, wo es einfach nicht zu, ja, man hat ein schlechtes Gewissen. Das ist wie, keine Ahnung, wenn irgendwo ein, du findest auf der Straße ein Portemonnaie und gehst nicht um und behaltest, dann hat wahrscheinlich jeder ein schlechtes Gewissen. Nein, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Und man muss ja gleichzeitig auch noch sagen, trotzdem ist es eigentlich der ganzen Schweiz bewusst, dass der Fabian Cancellara ebenfalls Velofahrer mit einem Elektromotor gefahren ist. Ja, hey, also ganz ehrlich, ich will niemandem, auch wenn er schnell ist oder so, sagen, der nimmt etwas. Vielleicht ist er einfach wirklich ein riesen Talent und macht sehr viel gut. Also sei das in seiner Vorbereitung im Training und ich zeige erst auf jemanden, wenn man es bestätigt hat. Und vorher rede ich gar nicht über das, dass einer etwas nehmen könnte oder eine. Also, schlussendlich, das macht nur im Sport und dem Ganzen eigentlich schlecht. Also, es bringt eigentlich nichts. Man hat nur immer den Gedanken davon, ja, ist er überhaupt sauber und dann entstehen Gerüchte und so weiter. Also, wie ist denn das so? Werden die oft getestet? Wie oft ist bei dir jemand im Haus? Recht oft und halt auch recht unregelmässig. Es gibt gewisse Phasen, wo, ich schon dreimal in der Woche getestet worden. Das hat es schon viermal gegeben. Halt daheim und nachher noch, also vor Schweiz. Anti-Doping Schweiz beispielsweise. Und dann kommt noch die UCI vor dem Rennen. Und nachher nach dem Rennen, wo ich vielleicht noch gut gefahren bin, habe ich nach dem Rennen noch einen Test. Und nachher am nächsten Tag, am Mandy, wo ich irgendwie vom Melkorb herkomme, habe ich schon wieder einen Test und schon wieder von Schweiz. So viel der HIV-Tests macht das Nächste schon mit. Was ist das Lustigste oder Dümmste, was du je gesagt oder gemacht hast gegenüber einem Gegner im Rennen? Oder gehört hast? Also, sagen tue ich eigentlich selten etwas, aber vielleicht fahrweise einen abgedrängt oder in eine Passage reingesprintet, wo es vielleicht jetzt nicht nötig wäre gewesen, oder wirklich einen vielleicht... Oder mal ein Stecken beim einen, schön beim Radfahren oder so. Ja. Sehr schön, dann geht der Berg durch ab. Ja, also... Oder Bremsdrücken vorne am anderen in seinem Lenker. Ja, tönt auch gut. Nein, natürlich nicht. Also nein, irgendwo gehört es. Aber ich meine, es gibt... Ja, irgendwo Sachen, schon, ja. Dort ist die Grenze, ja. Wenn ich da darf einhaken, Matt, das ist eine perfekte Überleitung gewesen, gewisse Sachen, die ich vielleicht nicht sagen sollte. Jetzt sind wir bei einer Rubrik angelangt, Questions of the Internet. Das ist eigentlich eine Paradedisziplin von unsportlich. Und da werden wir jetzt ein paar knifflige, schwierige Fragen stellen und jetzt möchten wir ein paar gute Antworten haben von dir. Rulo, okay. Let's go. Also, welchen Song lässt du im Auto laufen, wenn du eine Bank überfallen hast und von der Polizei davor fährst? Mission Impossible. Sehr gut. Aber was ist denn? Bist du in dem Fall ein Scientology-Unterstützer? Was meinst du? Sorry. Bist du in dem Fall ein Scientology-Unterstützer? Was heisst das genau? Schlecht. Egal. Absolut. Nächste Frage. Wenn du etwas für den Rest von deinem Leben gratis kannst haben, was ist es? Keine Ahnung. Raclette-Käse. ist das so dein Vorbereitungsessen vor jedem Wettkampf? Nein, aber das sehr gut gern. Komm, habe ich gedacht. Du bekommst 1 Milliarde Cash und darfst dafür den Kanton Appenzell innen oder nie mehr verlassen. Machst du es? Nein. Nicht? 1 Milliarde? Ja. Ist sehr viel. Ist eben schon viel Geld. Ist sehr viel. Das ist recht viel. Kannst du die ganze Schweiz einfach reinkaufen? Ja,
Ja, aber du mit ob jetzt 1 Million oder 1 Milliarde, wie viel glücklicher bist du nicht? Schlussendlich. Also bei einer Million würdest du es machen, aber bei einer Milliarde nicht. 99 Millionen glücklicher bist. Was auch ist, darum kann ich es gar nicht beurteilen. Du wirst jetzt sicher nicht glücklich werden, aber dafür hast du 1 Milliarde auf deinem Konto. Ja, aber drum. Nein, also, ich es nicht. Lieber gar kein Haar mehr am Körper, wirklich nichts, oder lieber ein Wolfsmensch? Oh. Ja, dann lieber keine Haar. Oh, nein, kein also gar kein. Nichts. Ja, das kannst du ja ankleben. Es gibt doch die absolut bescheuerten Augenbrauen-Tattoos. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber das sieht mal scheiße aus. Stimmt. Und ja gut, das andere könntest du alles abrasieren, oder? Das stimmt, ja. Meinst du? Sind wir gerade bei einem guten Thema, müssen wir gerade einhaken. Rasieren ist ja bei Velofahrer einmal wieder ein grosses Thema. Ja. Brauchst du Gillette Venus? Nein. Was brauche ich? Gillette? Also sicher nicht Venus, das ist eine Frauenabteilung, oder? Nein, einfach normale Gillette. Kann ich Bein rasieren und da tue ich meistens mit dem Maschinerli. Und sonst, was wird noch rasiert? Ja, alles, was zu rasieren ist. Hast du schon mal Veet-Entaris-Creme verwendet? Was? Hast du auch schon mal Veet-Entaris-Creme verwendet? Veet, das ist eine Marke, die heisst Veet. Entaris-Creme. Nein, kenne ich nicht, sorry. Ist also, unter uns Mann ist ein Geheimtipp. Für alle Stellen am Körper kannst du einfach anstreichen und abwischen. Wirklich, kannst du also von mir etwas lernen. Okay. Ja, der Michi glaubt nicht. Das ist nicht. Der Schneck hat nie mehr Kind, das ist jetzt schon klar. Ja, aber drum. Ja, du, ich habe noch Tattoos, die man nicht sieht, weißt du? Ja, ich bin so in die Hockey-Position gegangen und habe meine Backen aufblasen.